Ribéry. Ribéry, ist das ein langer Ball? Er bringt ihn. Tor für den FC Bayern München. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Partie nicht erlauben. Er versucht ihn da durchzuspielen. Aguero. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Es gibt Mannschaft. Versucht die Gasse zu finden. Der Ball gelangt zu Aguero. Tor für Juventus Turin. Da treibt er den Ball weit vor. Er spielt die Kugel rüber nach rechts. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Das ist fantastisch von Aguero. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Ribéry. Einfach sagenhaft. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Wieder dran. Also wer gedacht hat, die Jungs sind besiegt, die kommen nicht mehr zurück, der ist jetzt zunächst mal eines Besseren belehrt. Sie sind wieder dran. Ein super Tor. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Das soll schon gewesen sein. Läuft ganz gut auf der Seite, aber jetzt braucht er jemanden, der ihm hilft. Aguero. Und noch ein Tor. Und so langsam, aber sicher direkt in die Sturmspitze. Er versucht ihn da durchzuspielen. Der ist drin. Das ist einfach ein kleiner Samba-Tanz im 16-Meter-Raum. Aber es der FC Bayern München verkürzt auf 2 Tore. Aguero. Aguero. Das ist fantastisch von Aguero. Einfach überwältigen. Da hätte sich der Torwart die Finger verbrannt. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Er trifft und trifft und trifft. Ab in die Spitze. Ribéry. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Dieses Spiel war ein echter Krimi mit einer einzigartigen Aufholjagd. Hat man das Spiel noch umgebogen? Ja, es hätten unruhige Zeiten.